English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Upsa, mein Intro-Tierchen, australischer Stachelschwanz-Gink bzw. der östliche Pilbara-Stachelschwanz-Gink, Egernia epsisolus, also der hat noch nicht einmal so richtig einen guten deutschen Namen, der hätte ich mal behaupten, aber Egernia epsisolus ist der wissenschaftliche Name, seltene Egernia oder Stachelschwanz-Kinkart aus Australien. Wirklich tolle, hübsche Tiere, ne? Diese orangene Farbe, das ist jetzt nicht irgendwie ein Albino oder irgendwas in der Art, sondern die sehen in der Natur so aus. Der ist aus Subadult, also die sind relativ kleinbleibend. Echt tolle Rarität, die wir hier bekommen haben. Und deswegen wollte ich die euch heute als Intro-Tierchen zeigen. Wir hatten schon eine Folge über die 5 giftigsten Tiere der Welt. Da sind 5 Giftschlangen drin gelandet. Wir können mal den Link zur Folge noch einblenden, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Da waren die 5 giftigsten. Gift im Sinne, welche haben das stärkste Gift. Heute ist das Thema die 5 gefährlichsten Reptilien. Ne? Habe ich auch wenig, also weiß ich ja natürlich auch nicht alles auswendig, habe ich wenig recherchiert und habe mich daran gehalten, welche Schlangen für die meisten Todesunfälle verantwortlich sind. Ne? Solche Themen sind natürlich immer wegen so sensationsheischend und wenn wir hier über Todesfälle reden, dann ist das natürlich auch was total Schlimmes. Ne? Nicht so nach dem Motto, oh, die hat so viel umgebracht, sondern was man vielleicht nicht vergessen darf, sind, dass da natürlich, wenn einer stirbt, dass da auch so und so viele Leute drumherum sind, die dann leiden oder die furchtbar traurig sind oder den Mensch vermissen. Also dass wir das vielleicht nicht ganz weglassen oder im Hinterkopf behalten, so den Respekt davor. Andererseits sind wir nicht, oder ist man als Mensch neugierig und möchte so Sachen oder interessieren einen halt einfach. Ne? Also diese, so klein bisschen diese Neugier, dieses Sensationsheischen, das hat man leider auch ein bisschen so in sich drin. Also verübelt mir das nicht, dass wir hier so eine Top 5 machen. Und wie gesagt, das Rating geht eigentlich darum, welche oder wo die meisten tödlichen Bissunfälle passieren. Was bei dem Thema interessant ist, wenn man sich so wegen die Kontinente anschaut, wo die meisten Unfälle passieren, da führt Asien ganz deutlich, das sind es einige 10.000 im Jahr, gefolgt von Afrika, südliche Sahara-Region, ne? Also sozusagen ab Mitte Afrika, ist das mal grob gesagt, bis runter in Süden, die sind an zweiter Stelle, was bei Unfällen passiert. Also das fand ich eine recht interessante Tabelle. Wir können sie auch mal einblenden, beziehungsweise den Link dazu. Die Tabelle war auf Wikipedia. Das fand ich recht interessant. Europa ist interessanterweise gar nicht mal, ich hätte gedacht, Europa wird da gar nicht mal erwähnt, aber auch in Europa passieren einige tödliche Unfälle. Also von dem her ist die Tabelle recht interessant. Was man der Tabelle auch entnehmen kann, wenn man gerade zum Beispiel das Asien anschaut, dass diese tödlichen Unfälle in armen Gebieten natürlich passieren. Ne? Also das heißt dann zum einen, die Leute leben natürlich mehr in der Natur, in der Landwirtschaft vielleicht tätig sind, da passieren Unfälle häufiger. Und natürlich auch ein ganz gravierender Punkt, die medizinische Versorgung ist da viel schlechter, beziehungsweise leider können die Menschen sich das zum Teil gar nicht leisten, da irgendwie mit Antiserum und Sonstigem anzufangen, sondern probieren das zu behandeln, womöglich auf traditionelle Art und Weise, was zum Teil bestimmt helfen mag. Aber Beispiel Australien zeigt, dass eine gute medizinische Versorgung oder auch Nordamerika da natürlich schon diese Todesfälle wahnsinnig auf einstellige Werte reduzieren kann. Jetzt habe ich aber genug drumherum gelabert. Jetzt fangen wir an mit der Nummer 5. Bei der Nummer 5 landet die ominöse schwarze Mamba.
Dendroaspis polyepis. Kennt jeder, schwarze Mamba aus zig Filmen und so weiter. Landet wohl nicht zu Unrecht auf dem fünften Platz. Es ist zum einen es sind relativ große Tiere, sie sind relativ unentspannt, was den Kontakt mit Menschen angeht, scheuen da auch nicht davor anzugreifen, wenn sie merken, sie können nicht mehr entkommen. Ich denke, weiterer Hintergrund ist Mambas, also ich habe selber schon zumindest grüne Mambas gefangen in der Natur, zum Fotografieren gefangen. Grüne Mambas sind, by the way, relativ gechillt, gar nicht so angriffslustig. Schwarze Mamba greift an, leben in Bäumen, das ist das, was ich sagen wollte. Und ich kann mir vorstellen, wenn die in dem Baum sich gestört fühlt und sieht, okay, die kann ja nicht aus dem Baum runterklettern und abhauen, sondern sie muss ihren Baum verteidigen, dann greift die halt auch an und dadurch passieren schlimme und tödliche Unfälle. Und eben das Gift ist auch sehr potent, wenn auch nicht eins der stärksten Gifte der Welt, aber es ist ein relativ starkes Gift. Mambas sind relativ groß, die Giftmenge, die sie bei einem Biss abgeben, ist entsprechend eine große Giftmenge und so passieren doch jährlich einige tödliche Bissunfälle und deswegen landet die schwarze Mamba auf Platz 5. Auf Platz 4 kommt die Fear de Lance. Ich weiß nicht, auf Deutsch würde ich sagen, sagt man einfach nur Lanzenotter dazu. Das ist Bottrops asper. Ich weiß nicht, wenn man es, also von der Einordnung müsste man Zahlen zählen, ob sie vielleicht vor oder nach der Mamba landet, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe sie trotzdem auf Platz 4 gesetzt, weil sie zumindest in Mittelamerika, also das fängt oben ab, südliches Mexiko im Prinzip schon an, geht durch ganz Mittelamerika bis nördliches Südamerika, also Venezuela, Kolumbien, Guyana. Da ist die Fear de Lance wirklich ein Problem, verantwortlich für viele auch tödliche Bissunfälle. Die Tiere sind auch relativ groß, bis an die 2 Meter, haben eine relativ große Giftmenge, haben relativ lange Giftzähne. Dadurch passieren wirklich viele Unfälle damit. Wenn man in den Gebieten unterwegs ist, wo die vorkommen, wird man auch regelmäßig davor gewarnt. Also die Leute oder die, ich sag mal, den Stellenwert oder den Angstfaktor, den die Fear de Lance in den Gebieten hat, der ist relativ hoch. Wie gesagt, das kriegt man dann fast täglich mit, wenn man irgendwo sich in dem Gebiet bewegt. Und deswegen landet sie auf jeden Fall auf Platz 4. Auf Platz 3 ist die Puffotter. Vorher hatte ich es angesprochen, Afrika ist auf Platz 2, wenn man die Menge insgesamt betrachtet. Und die Puffotter hat da ihren großen Anteil dran. Das Gift der Puffotter selber ist sicherlich nicht so stark wie das, was wir schon in anderen, in der Giftigkeitsfolge besprochen haben. Ne? Also ist mit so einem Kreid oder auch mit den manchen Kobra-Arten oder so eigentlich nicht vergleichbar. Das Problem an der Puffotter ist zum einen, dass es halt auch große, massige Tiere sind mit wirklich langen Giftzähnen, die das Gift tief injizieren. Dann ist es ein Lauerjäger, der auf dem Boden sitzt in der Regel, auf seine Tarnung vertraut und dann Unfälle passieren, weil die Leute einfach aus Versehen drauftreten. Ne? Wenn man die in der Natur sieht, die fauchen zwar, die machen sich bemerkbar, aber trotzdem passiert immer wieder gerade landwirtschaftliche Gebiete. By the way, Puffotter kommt auch viel in den Königspython-Gebieten vor, wo ich auch schon sehr viel war und auch schon Puffottern regelmäßig gesehen habe. Kommen in diesen Gebieten vor, die werden landwirtschaftlich genutzt. Die Leute, sei es, dass sie da Kakao ernten oder dass sie da ihren Maniok anbauen oder Mais anbauen oder irgendwas. Und Puffotter liegt irgendwo im Gras, lauert auf Beute und dadurch kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Mensch und Tier. Und deswegen hat die Puffotter auf dem afrikanischen Kontinent leider in der Skala der meisten tödlichen Unfälle den obersten Platz. Und landet somit auf dem Platz 3 der gefährlichsten Reptilien der Welt.
Ich hatte es vorher angesprochen, die meisten Unfälle passieren in Asien. Platz 2 sind wir jetzt in Asien. Da würde ich mal als Überbegriff Kobra nehmen. Jetzt nicht eine spezielle Kobra, auch nicht die Königskobra zum Beispiel. Ich glaube, dass die da sogar bei den Kobras Erwing weiter unten rangiert, was tödliche Unfälle betrifft, einfach weil sie gar nicht so häufig vorkommt und auch relativ scheu ist. Weiter oben in Indien die Naya Naya, also indische Kobra, hat da einen höheren Stellenwert. Oder Naya Kautzia, das ist so die klassische Monokelkobra, die man kennt. Da passieren im asiatischen, also nicht nur Indien, sondern allgemein im südasiatischen und südostasiatischen Raum, passieren leider relativ viel fatale Bissunfälle. Auch viel in der Landwirtschaft, Reisfelder zum Beispiel, wo einfach Mensch und Kobra aufeinandertreffen, ein Biss passiert. Wie vorher schon angesprochen, die medizinische Behandlung ist dann leider relativ schlecht noch in vielen Gebieten oder die Leute können sich es einfach nicht leisten, mit Gegengift sich dagegen behandeln zu lassen. Und deswegen landet die Kobra tatsächlich auf Platz 2 weltweit der gefährlichsten Giftschlangen. Jetzt wird es spannend, jetzt kommen wir zum Platz 1. Das ist interessanterweise, ich könnte mir vorstellen, oder ihr hättet im Vorfeld ruhig mal unten tippen können sollen, aber man tut ja nicht erst einen Kommentar machen und guckt dann den Film an, sondern man guckt erst den Film an und macht den Kommentar. Aber wenn ihr mal ehrlich seid, wer hätte richtig getippt? Ich habe das schon öfters oder in meiner Vergangenheit habe ich das schon gehört, dass es da wahnsinnig viele Unfälle gibt oder mit am meisten, aber dass sie wirklich, zumindest nach meiner Recherche, unangefochten die Nummer 1 ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar ist das die Sandrasselotter Echis carinatus. Vom Foto her kennt man die, ne? So eine rauschuppige Schlange. Wenn sie in Gefahr ist, reibt die so die Schuppen aneinander, dass es so zischt und macht und tut. Ne? Die Tiere sind wirklich recht aggressiv dem Mensch gegenüber. Sie kommen relativ häufig vor, haben ein echt großes Verbreitungsgebiet. Indien, Sri Lanka, südostasiatische Länder. Ein wirklich sehr großes Verbreitungsgebiet und eben auch in der Natur anzutreffen. Ich weiß es aus Sri Lanka. Ich selber habe noch nie eine gesehen, aber ich hatte einige Bekannte, die gesagt haben, oh, haben wir gesehen, guck, haben wir ein Foto gemacht. Und tatsächlich, also ich glaube, eine Schlange, die man so im Bekanntenkreis schon Leute, die gesehen haben, die gibt es relativ oft. Ne? Wenn ihr überlegt, wie viele Kreuzottern habt ihr in Deutschland schon gesehen, wahrscheinlich 99% von euch noch keine und selbst im Bekanntenkreis noch niemand. Aber wenn man irgendwelche Urlauber fragt und einer von 10 Urlauber sogar ein Sandrasselotter-Foto vorweisen kann, weil er sie schon gesehen hat, dann sieht man, wie häufig es die gibt. Und was dazu kommt, eben die doch die Aggressivität des Tieres, sie beißen wirklich zu, sie halten sich auf dem Boden auf, also es passieren also diese klassischen, ich bin aus Versehen draufgetreten, Unfälle. Das Gift ist doch sehr potent, ne? Das ist jetzt auch nicht irgend so ein 0815 Gift, sondern ein echt starkes, potentes Gift. Und wenn dann noch eine schlechte medizinische Versorgung dazukommt oder ohne Gegengift, dann passieren leider tödliche Unfälle und somit hat die Echis carinatus es auf dem Platz 1 der Schlange, wo die meisten Giftunfälle passieren auf der Welt, hat es auf dem Platz 1 geschafft. Zum Schluss noch ein kurzes By the way. Also ich bin ein Freund von By the way immer so. Das sind so die Kleinigkeiten, die man, ach, wusstet ihr schon. Ja, das geht schon in Richtung Stammtisch, aber egal. By the way, die Australian Brown Snake, die ja in der Folge über die Giftigkeit der Schlangen mit ganz oben war, dann Platz 2 war und auch die in Australien für die meisten tödlichen Unfälle verantwortlich ist, die ist hier in den Top 5 gar nicht drauf. Hintergrund ist einfach, dass in Australien mengenmäßig, also wie gesagt, das habe ich in der anderen Folge schon angesprochen, wenn da im Jahr 1, 2, 3 tödliche Unfälle passieren durch die Brown Snake,
dann sind das, ja, wie gesagt, 2, 3 Unfälle. Wenn ich diese Mengen angucke, die an Sandrasselotter oder auch an Kobras jährlich sterben, dann ist das so verschwindend gering. Also deswegen landet die Brown Snake ganz weit abgeschlagen. Nicht, weil das Gift so harmlos ist oder nicht, weil die Tiere auch nicht mal zubeißen, aber weil sie einfach, oder Australien so dünn besiedelt ist, da gibt es einfach nicht viel Zusammentreffen zwischen Mensch und Brown Snake. Und noch ein Aspekt, was wir jetzt in beiden Folgen gar nicht besprochen haben, wo ich noch minimal drauf eingehen will, wenn wir von Giftschlangen reden oder von Giftreptilien reden, ein Aspekt auch noch vorneweg, Giftreptilien. Ich dachte, naja, vielleicht mal gucken, ob Heloderma, Krustenechse irgendwo da mit eine Rolle spielt, ne? Aber die spielen natürlich überhaupt keine Rolle, weil Todesfälle durch Heloderma, da gibt es in Jahrzehnten gibt es da 1, 2 dokumentierte Todesfälle, also die spielen gar keine Rolle. Das heißt, bei den Reptilien sind es wirklich nur die Schlangen, die eine Rolle spielen, was Giftigkeit betrifft. Aber das wollte ich jetzt gerade nicht mal sagen. Ich wollte nur kurz auf die 2 Wirkungen von Gift nur wirklich ganz kurz eingehen. Wir haben ja das Blut zerstörende Gift, also Überbegriff vielleicht Blutgift und das Nervengift. Ne? Wir können ganz grob sagen, so die Giftnattern wie Kobra, Kreid und so weiter bereiten eher dem Nervensystem ein Problem und die Vipern, Ottern, wie jetzt zum Beispiel auch die angesprochene Puffotter, hat mehr auf Blut und Gewebe eine fatale Wirkung. Ne? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in Afrika auch jemand von der Puffotter gebissen wird und das überlebt, da gibt es auch furchtbare Bilder, wo die Menschen, wo denen der halbe Arm oder der halbe Fuß mehr oder weniger regelrecht abfault durch diesen Biss. Was ich auch damit sagen will, also man muss auch nicht unbedingt dran sterben, aber wenn ich mein Bein verliere, weil ich von so einer Puffotter gebissen werde, ist natürlich auch furchtbar traurig. Also bei den auch Platz 1 Echis carinatus und Puffotter oder auch Fear the Lens in der Gruppe, wo ich gerade aufgezählt habe, die fallen eher, also zum Teil ist auch eine Mischung aus Nerven und Blutgift, aber die fallen eher unter das Gewebe, Blut, Gift, wie gesagt, Puffotter ganz groß zu nennen. Und kann man sich überlegen, was besser ist, ob ich sterbe, weil meine Atmung oder mein zentrales Nervensystem völlig aussetzt, oder ob ich sterbe, weil ich einfach innerlich verblute oder mir das Bein abfällt und ich ein paar Tage später das mein Körper nicht verkraftet. Beides nicht schön. Das war's heute über die gefährlichsten Schlangen der Welt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, eure Kommentare unten rein. Nach dem Motto, Stefan, jetzt hast du wieder hier irgendwie auf Sensationsgier gemacht. Oder nee, Stefan, war ganz interessant, das mal so kompakt zu hören. Bin ich echt gespannt drauf, freue mich auf eure Kommentare. Und sonst bleibt mir treu und checkt meine Top 5 Rankings.